Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video dreht sich alles rund ums Thema Superfloss. Was das eigentlich ist, wofür man es braucht und auch was denn der Unterschied zur Zahnseide ist. Ist das das Gleiche oder wofür benutzt man was und wie benutzt man es überhaupt? All diese Fragen möchte ich in diesem Video für euch beantworten. Also bleibt dran! Zunächst einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für all euer Feedback. Ich war wirklich überwältigt, wie viele mir geantwortet haben. Ich hatte euch ja gefragt in meinem einen Video, wie ihr das gerne hättet, ob ihr gerne zu jeder Frage, die von euch kommt, ein eigenes Video hättet. Also lieber viele kurze Videos oder lieber in einem langen Video mehrere Fragen beantwortet. Und die Antwort war eigentlich eindeutig, ihr hättet gerne viele kurze Videos, also zu jeder Frage ein Video. Und also vielen, vielen Dank, dass ihr mir da so zahlreich geantwortet habt. Und ja, das freut mich auf jeden Fall total und hilft mir auch ganz, ganz viel zu gucken, wie ich weitermache mit dem Channel und wie ich euch da am besten helfen kann. Auch das Video heute beruht nämlich auf einer Frage von euch. Und zwar haben mich wirklich viele von euch gefragt, was eigentlich besser ist, ob Zahnseide oder Superfloss. Und die Frage möchte ich euch jetzt beantworten. Die Antwort auf eure Frage ist, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Es ist wie wenn ihr Äpfel mit Birnen vergleicht. Also es ist nichts besser oder schlechter, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, die man in unterschiedlichen Situationen verwendet. Beides ist für die Zahnzwischenraumreinigung. Aber Zahnseide ist für ganz normale Zahnzwischenräume. Und Superfloss verwendet man entweder bei sehr großen Zahnzwischenräumen oder aber insbesondere bei Brücken, also unter Brückengliedern, um Implantate herum und auch unter dem Draht von Brackets, also wenn ihr eine feste Zahnspange tragt, unter dem Draht zu reinigen und auch um die Brackets herum. Dafür verwendet man Superfloss, aber für ganz normale Zahnzwischenräume nehmt ihr Zahnseide. Superfloss ist auch vom Aufbau her ganz anders als Zahnseide. Superfloss unterteilt man in drei verschiedene Bereiche. Der erste Bereich besteht aus so einem starren Material, sieht ein bisschen aus wie eine Angelschnur und der dient dazu, das Superfloss in den Zahnzwischenraum einzufädeln. Dann habt ihr den mittleren Bereich, das ist so ein flauschiges, etwas dickeres Material. Und dieser mittlere Bereich, der dient der eigentlichen Reinigung im Zahnzwischenraum. Und dann habt ihr noch den dritten Bereich und der kann variieren von Hersteller zu Hersteller. Entweder besteht der dritte Bereich auch wieder aus dieser Angelschnur, so wie der erste Bereich, das ist also gleich. Oder aber bei einigen Herstellern besteht dieser dritte Bereich aus ganz normaler Zahnseide. Also da habt ihr sozusagen ein 2-in-1-Paket, Superfloss und Zahnseide in einem. Zu den verschiedenen Herstellern werde ich gleich nochmal was sagen. Da gibt es nämlich durchaus Unterschiede. Jetzt möchte ich euch aber erstmal erklären, wie man einen Superfloss richtig verwendet. Und dazu nehme ich selbstverständlich wieder Oskar zu Hilfe. Oh, da ist er ja schon. Kannst es kaum erwarten, ne? So, Freundchen, dann wollen wir mal. Im Vergleich zu Zahnseide nehmt ihr jetzt dieses Superfloss nicht von oben. Also ihr fädelt jetzt nicht von oben in den Zahnzwischenraum. Dafür ist es nämlich viel zu dick, da kommt ihr nicht durch. Sondern ihr nehmt jetzt diese Angelschnur und fädelt es von der Seite in den Zahnzwischenraum und dann greift ihr von innen nach diesem Stück, was ihr durchgefädelt habt und zieht das Superfloss durch, so lange bis dieser flauschige Bereich im Zahnzwischenraum ist. Und mit diesem flauschigen Bereich wollt ihr jetzt hier reinigen. Das heißt, jetzt könnt ihr hier den Zahnzwischenraum reinigen oder wenn ihr ein Brückenglied habt, zieht ihr es jetzt unter dem Brückenglied durch und macht unter dem Brückenglied sauber, je nachdem. Und dann, wenn ihr fertig gereinigt habt, zieht ihr es auch zur Seite hin wieder raus. Das ist eigentlich alles und das macht ihr in den Zahnzwischenräumen, wo ihr, wie gesagt, Superfloss braucht und nicht normale Zahnseide oder Interdentalbürstchen. Sprich, unter Brückengliedern, um Implantate herum macht es Sinn. Oder eben auch, wenn ihr eine feste Zahnspange tragt, um unter dem Draht zu reinigen und auch um die Brackets herum, dann fädelt ihr das eben unter dem Draht durch,
und reinigt jetzt hier unterm Draht oder um die Brackets herum. Allerdings eignet sich da auch eine Solo-Zahnbürste ganz gut. Falls ihr mein Video noch nicht gesehen habt über Solo-Zahnbürsten, verlinke ich euch das einmal. Dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Aber ansonsten könnt ihr eben auch mit Superfloss unter den festen Zahnspangen reinigen, unterm Draht und um die Brackets herum. Unterm Draht, auch gut. Und ja, also das oder eben bei großen Zahnzwischenräumen, das geht auch. So viel also zur Reinigung. Und das mit dem Brückenglied, das habe ich nochmal aufgezeichnet, um euch das noch ein bisschen zu veranschaulichen, damit ihr das versteht. Weil viele wissen auch gar nicht, was eine Brücke ist. Das muss ich, glaube ich, auch nochmal erklären. Auf jeden Fall habe ich es mal aufgezeichnet und ich zeige euch das jetzt noch einmal anhand meiner tollen Zeichnung. So, ich hoffe, man erkennt, dass das hier eine Brücke sein soll. Also, das sind die Pfeilerzähne. Hier habt ihr noch einen ganz normalen Zahn drunter mit der Wurzel. Die Wurzel habe ich jetzt nicht aufgezeichnet. Aber hier habt ihr eben die beiden Pfeilerzähne von der Brücke. Und hier in der Mitte ist das Brückenglied. Also da fehlt ein Zahn, der wurde irgendwann mal gezogen. Und jetzt habt ihr da ein Brückenglied. Und das rot schraffierte ist natürlich das Zahnfleisch. Und Superfloss verwendet man eben auch unter Brückengliedern. Und das ist das, was ich euch gerade an Oscar gezeigt habe, dass ihr eben hier durchfädelt. Und dann, wenn der flauschige Bereich hier zwischen ist, dann hebt ihr den flauschigen Bereich hier unten drunter und macht unter dem Brückenglied sauber und auch gerne hier im Zahnzwischenraum. Wobei da auch manchmal Interdentalbürstchen reinpassen, aber hier drunter wird es meistens schwierig. Dieses Brückenglied liegt hier ja so punktförmig auf dem Zahnfleisch auf und auch der Bereich sollte gereinigt werden. Und das kann man eben sehr gut mit diesem Superfloss machen. Was passiert jetzt also, wenn ihr das nicht reinigt? Erstens kann es sein, dass das Zahnfleisch sich hier entzündet, weil da natürlich auch Bakterien sind und wenn ihr es darunter nie reinigt, dann entzündet sich das und aus einer Zahnfleischentzündung kann eine Parodontitis entstehen. Und da mache ich auf jeden Fall auch noch Videos drüber. Also das kommt alles noch. Ich möchte es jetzt nur einmal kurz grob anreißen. Und ja, deswegen ist es eben wichtig, dass ihr hier sauber macht. Es kann natürlich auch passieren, dass ihr sonst Zahnstein an diesem Brückenglied bekommt. Kann wiederum auch zur Zahnfleischentzündung führen und so weiter. Also das muss wirklich hier drunter auch gut gereinigt werden. Und auch die Kronenränder, also hier im Zahnzwischenraum, da kann sonst auch Karies unter der Krone entstehen. Also letztendlich, ihr beugt damit Karies vor, Zahnfleischentzündung und Parodontitis. Und beim Implantat gilt dasselbe. Also auch ein Implantat kann sozusagen eine Parodontitis bekommen oder eine Zahnfleischentzündung. Man nennt es dann einfach nur anders, also Periimplantitis oder auch Perimukositis. Das ist eben das, was beim Implantat entstehen kann. Also auch beim Implantat ist es super wichtig, dass ihr drumherum sauber macht. Und zu den ganzen Folgen komme ich, wie gesagt, nochmal in anderen Videos zu sprechen. So viel also nur erstmal ganz kurz dazu, was passieren kann, wenn ihr es nicht benutzt. Und bei Brackets ist es eben genauso. Wenn ihr hier überall Brackets auf den Zähnen kleben habt, weil ihr eine feste Zahnspange tragt, dann müsst ihr genauso um die Brackets herum sauber machen und unter dem Draht, weil sonst kann da um die Brackets oder unter den Brackets Karies entstehen. Und das wäre halt echt ärgerlich, wenn irgendwann nach x Jahren die feste Zahnspange endlich rausgenommen wird. Und dann habt ihr da überall Karies drunter. Das wäre richtig ärgerlich. Und deswegen ist es halt verdammt wichtig, dass ihr da gründlich sauber macht, also um die Brackets und unter dem Draht. Und dazu eignet sich eben dieses Superfloss oder aber auch die Solo-Zahnbürste. Aber darüber habe ich ja bereits ein Video gemacht, also schaut euch das sonst auch noch einmal an. Dann möchte ich jetzt einmal noch ganz kurz was zu den verschiedenen Herstellern sagen. Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Ich reiße es aber nur ganz kurz an, damit das Video nicht zu lang wird. Also falls ihr da mehr drüber wissen wollt, schreibt es einmal in die Kommentare, dann kann ich da noch mal ein extra Video drüber machen. Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass ihr es entweder dieses Superfloss in einer Pappschachtel bekommen könnt, also die einzelnen Superfloss einfach so rauszieht, oder ihr habt es hier vom Meter, von der Rolle. Sieht dann aus wie Zahnseide. Also die Möglichkeiten gibt es. Und dieser flauschige Bereich kann auch von jedem Hersteller ein bisschen anders sein. Das hier ist jetzt von Dentodent, von der Eigenmarke von DM. Und hier ist dieser flauschige Bereich halt sehr starr und unnachgiebig und ja, einfach nur ein bisschen dicker und flauschiger. Im Vergleich dazu von Oral-B ist dieser
flauschige Bereich sehr nachgiebig, also der federt mit und man kann dran ziehen und dann wird es dünner und dicker und ja, der ist also ein bisschen beweglich und nachgiebig. Und hier habt ihr eben auch die Zahnseide mit dran. Also da müsstet ihr euch nicht nochmal extra Zahnseide kaufen, sondern das habt ihr hier schon mit dran. Und das ist jetzt dieser von Curaprox, Implant Saver nennt er sich, also auch speziell bei Implantaten sehr gut geeignet. Der ist extrem elastisch, also das ist richtig wie so ein Gummiband, wird so im nicht gespannten Zustand halt sehr, sehr, sehr dick und ja, total flauschig. Und wenn man ihn lang zieht, ist das halt deutlich dünner und dieses ganze Flauschige geht weg. Ist aber eigentlich insgesamt ziemlich kurz. Theoretisch ist es egal, welches ihr verwendet. Schaut einfach selbst, womit ihr am besten zurechtkommt. Das ist eigentlich wie bei Zahnseide oder auch Interdentalbürstchen. Probiert verschiedene Hersteller aus und findet für euch heraus, womit ihr am besten zurechtkommt. Funktionieren tun sie alle. Wofür ich dieses hier aber von Curaprox, den Implant Saver, ganz gerne verwende. Ich zweckentfremde den und benutze ihn bei den Schneidezähnen oben und unten, weil ich in diesem Bereich vorne keine Interdentalbürstchen verwende und da kann ich eben sehr gut diesen Implant Saver benutzen. Der ist dicker und rauer als Zahnseide, also reinigt nochmal gründlicher als Zahnseide, aber ist dünn genug, dass ich da überhaupt zwischenkomme. Und da funktioniert bei mir wirklich nur der von Curaprox, bei den anderen funktioniert das nicht, die sind zu dick und da komme ich überhaupt nicht mehr zwischen. Aber der hier ist ganz gut geeignet, um ihn wirklich wie Zahnseide zu verwenden, auch wenn es keine Zahnseide ist. Also wie gesagt, ich zweckentfremde das ein bisschen und er reinigt aber damit gründlicher als Zahnseide. Und dafür nehme ich den ganz gerne. Dann bin ich jetzt auch am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, ob das jetzt von der Videolänge her so in Ordnung ist. Und ihr merkt aber, es gibt schon immer ein bisschen was zu erzählen. Ich habe jetzt versucht, mich kürzer zu fassen und trotzdem alle Informationen zu bringen, die wichtig sind. Und ja, schreibt mir doch mal bitte ein Feedback, ob das jetzt so in Ordnung ist. Die Frage, die ich heute beantwortet habe, war aber auf jeden Fall auch umfangreicher. Also da gab es mehr zu erzählen. Das war ein größeres Thema. Ich mache in Zukunft auch noch mal Videos zu Fragen, die ich kürzer beantworten kann, also kürzere Videos. Aber das Thema Superfloss war wirklich super wichtig. Superfloss war super wichtig, genau. Ja, es ist wirklich super wichtig. Genauso wie Zahnseide, Interdentalbürstchen war das einfach nochmal ein großes Thema. Und ich hoffe, ich habe es trotzdem kurz und knackig und trotzdem ausreichend beantwortet für euch. Und ja, gebt mir doch bitte nochmal ein Feedback. Und wenn euch das Video heute geholfen hat, dann würde ich mich auch super darüber freuen, wenn ihr es mit anderen Leuten teilt. Zum Beispiel in Facebook-Gruppen oder Foren oder in eurer WhatsApp-Gruppe. Teilt es mit Freunden, mit Familie, wem auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr kennt jemanden, dem es auch helfen könnte, dann würde ich mich halt freuen, wenn ihr es teilt. Und ich somit noch mehr Leute erreichen kann, um einfach mehr Leuten helfen zu können, weil ich eben letztendlich einfach aufklären möchte und euch zeigen möchte, dass Mundhygiene nicht so schwierig ist, wie man es vielleicht denkt und dass man einfach nur ein paar Basics drauf haben muss und dass es alles nicht so kompliziert ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ja, vielleicht kennt ihr da jemanden, dem ihr da auch helfen könnt, indem ihr das Video teilt. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch einen Daumen nach oben gebt, falls ihr das noch nicht getan habt. Drückt auch gerne auf die Glocke unten, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn neue Videos von mir erscheinen. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.